Willkommen zurück zu Final Fantasy X-2 und weiter geht's. Yay! Ich habe euch das letzte Mal versprochen, dass wir nochmal eine Ausgrabung machen. Und ich möchte... Wo möchte ich denn ausgraben? Bei Wüste Süd, glaube ich. Die Oase haben wir das letzte Mal schon so ein bisschen durchgecampt. Machen wir jetzt Wüste Süd. Das wird jetzt schneller wie das letzte Mal gehen, denn das letzte Mal wollte ich euch diese ganzen Spezialkostüme ja in Ruhe zeigen. Geht nicht so weit weg. Okay, ja. Werde ich nicht tun. Ich will nur die X haben. Ich weiß noch, 150 Gil war das letzte Mal unsere Beute. Und das kann es nicht sein. Also ich will noch eine Münze oder ein Monster, natürlich. Okay, machen wir Monster. Ich glaube, ich habe das letzte Mal wieder alles in den Originalzustand gebracht, ne? Genau. Das sind sie, unsere Helden hier. Habe ich alles noch schön gemacht. Es fehlt uns nur noch eine Uniform. Also ich werde jetzt auch nicht lange buddeln. Wir werden die dritte heute noch uns krapschen. Und dann schließen wir Kapitel 2 ab. Also es kann noch viel passieren heute. Aber ich möchte... Okay, 1000 Gil ist natürlich jetzt eine schöne Belohnung. Das ist sogar eine richtig schöne Belohnung. Danke dafür. Aber ich hätte gerne mal wieder eine Münze. Oder ein Albed-Lexikon. Vielleicht gibt es die aber nicht mehr. Billiggranaten. So, das X hole ich noch. Dann habe ich nichts mehr in meiner Range. Ich finde es ja furchtbar, wie Yuna eigentlich aussieht, aber da müssen wir durch, Leute. Da müssen wir alle durch. Nieder mit dem Vieh. So. Okay, schade, dass es halt... Ah, ne, das war gar nicht das Monster, das... Also... Das X. Das X war eine Stummgranate. Okay, ist jetzt auch nicht so berauschend. Und jetzt ist die Zeit bald um. Ich bin ja schon so gut wie da. Da hinten ist jetzt ein gelbes X. Die waren... Hey, hallo, hallo, hallo. Boah, hoffentlich schaffe ich das jetzt noch. Schade ansonsten. Ich muss zu dem Fliegevieh, ne? Das Schiff anscheinend reicht nicht. Ich habe nämlich schon X gedrückt. Da hinten war ein gelbes. Die gelben waren doch was Besonderes, oder? Was gebraucht wird. Also, da muss ich noch so lange buddeln, bis ich das Gelbe bekomme. Die sollte klar sein. Oh Gott, jetzt hoffe ich, dass ich das abgeben darf. Ja, hat alles noch... Ah! Die Zeit lief noch weiter. Oh Mann, das hat jetzt noch geklappt, oder? Ja. Also wirkt nicht zufrieden, oder? Doch. Zahnkastenbuddler. Alles klar, jetzt nochmal. Ich will so ein gelbes haben. Ab in die Wüste. So, mal gucken, ob wir diesmal ein gelbes X finden. Da hinten. Das hole ich mir jetzt. Das ist mir sicher diesmal. Angriffskomponente A. Zurück zum Laufmobil innerhalb des Zeitlimits. Ja, ja, ja. Wenn es dir mal wichtig ist, ne, soll ich zurückgehen. Nee, ich hole mir noch ein bisschen was. Das hier. Eine Münze. Sehr gut. Da hinten sieht man übrigens die Oase da hinten links. Wie cool. Auch mal nett. Hm. Hi there. Ja, ich spiele ja jetzt auf einem anderen Fernseher. Ja, es ist wirklich ein Fernseher, kein Monitor, weil mein Monitor ist kaputt gegangen. Gut, nach 10 Jahren sein gutes Recht. Es ist mir jetzt sogar möglich, 1080p-Videos zu machen mit diesem Fernseher. Werde ich aber in diesem Projekt... Huch, Pain! Nicht tun. Weil unnötig und so. Na, dann ist ein Monster. Pain ist tot. Da muss ich sie jetzt wieder fit machen. Wie liegt denn jetzt Pain rum? Kommt die gar nicht ins Kampfgeschehen? Ja gut, wie soll sie auch ins Kampfgeschehen kommen als Tote? Na gut, dann wird sie jetzt aus dem Nichts erscheinen. Ach, da liegt sie ja. Auch gut gemacht. Nein, 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 nicht auf Pain! So. Alles gut. Mann, Mann, Mann. Was wollte ich gerade sagen? Ja, ich mache keine 1080p-Videos zu Final Fantasy X-2, weil ich es unnötig finde, weil die PlayStation 3, die Spiele der PlayStation 3, die laufen alle nur auf 720p. Und somit wäre das einfach nur hochskaliert und somit unnötig. Und deswegen bleiben wir in diesem Projekt ganz normal. Auch mein neuer Upload-Plan, der ist ja für euch wirklich
bei FF ändert sich ja gar nichts. Da bleibt alles wie gewohnt. Das ist ja auch mal nicht schlecht. So, ich habe jetzt diese Angriffskomponente. Ich frage mich jetzt nur, ob es noch mehr von diesen Komponenten gibt, ob die wichtig werden. Oder ob es pro Gebiet nur eine gibt. Deswegen werde ich jetzt noch ein einziges Mal butteln, um dem sicher zu gehen. Und dann machen wir mit der Story weiter. Außerdem hätte ich schon noch gerne noch eine weitere Münze oder so. Da oben ist tatsächlich noch was Gelbes. Okay, nachdem höre ich dann auf. Ich meine, zwei gelbe Items, so zwei Komponenten geholt. Das ist gut. Es ist auch optional. Ich muss das nicht tun. So. Armer Chocopo. Da wollte er die Flucht ergreifen. Doch ich ließ ihn nicht mehr dazu kommen. Ich bin ein böser Mensch. Okay. Holen wir uns erst die Komponente. Wieder eine A. Okay, also man merkt schon, es sind zwar Komponenten. Komponenten werden noch wichtig, das weiß ich selbst noch. Aber es ist immer unterschiedlich. Also in dem Fall war es jetzt zweimal A. Ich könnte hier wahrscheinlich Komponente A farmen. Da werden immer wieder mal gelbe kommen, aber momentan haben wir noch keinen Grund, sie zu farmen. Und deswegen werde ich nach dieser Ausgrabung dann enden. Bombersplitter, jetzt so zum Schluss noch eine Münze, noch eine weitere. Das wär's. Vielleicht hier in meinem letzten X. 200 Geld. Nee, schade. Okay, dann gehen wir halt, weil alles andere da links unten, das ist mir zu weit weg. Ja, der Fernseher hat auch den Vor- bzw. Nachteil, dass er sehr groß ist und ich kann ihn jetzt nicht so weit von mir wegstehen lassen in dieser temporären Lösung. Das ist einerseits cool, weil großer Fernseher, großes Bild. Andererseits kann man auf so einem großen Bild jetzt auch schon wieder, wenn man in die falsche Richtung guckt, was übersehen. Das nur mal als Ausrede, falls ich irgendwie Murks baue. So, wir sind wieder da. Ausgrabung beendet. Dürften wir auch mal schauen, wie die Statistik ist. ...150 Skill-Belohnung, ja, das ist Standard. Schade, noch zweimal butteln, dann hätten wir halt die 10. Dann würden wir bestimmt den Rang aufsteigen, aber ich möchte jetzt noch was anderes machen, habe ich ja gesagt. Ich will weitermachen mit der Geschichte. Die dritte Uniform fehlt noch. Und es gibt noch ein paar Orte, an denen wir noch nicht waren. Ich verfolge da natürlich wie immer meine kleine Checkliste. Die Checkliste verrät mir, dass jetzt der beste Zeitpunkt gekommen ist, um nach Gagazet zu reisen. Und genau das tun wir jetzt. Gagazet also. Da haben sie sich schon in Schale geschmissen. Nicht nur Riku, jetzt auch Pain. Haben wir noch gar nicht gesehen. Von Nadella sollte man sich in Acht nehmen. Du ganz besonders, Yuna. Natürlich. So, ja, die letzte Uniform. Die letzte Sklavin, die wir brauchen, befindet sich in Gagazet. In Gagazet, wir wissen ja, die beiden Ronzos sind abgehauen. Kimari, der älteste der Ronzo, ruft dich, Yuna. Vielleicht hat er einen interessanten Sphero gefunden. Oder vielleicht sucht er immer noch die beiden Ronzo-Kinder, die wir ja schon einmal getroffen haben. Nämlich auf der stillen Ebene. Okay. Reden wir als allererstes einfach mal mit Kimari. Kimari, sorry. Sorry about what? Kimari look for sphere for Yuna, but Kimari find nothing. Kimari disappoint Yuna. It's all right, Kimari. Of course, I'm happy that you tried to help, but Yuna has to deal with Yuna problems. Kimari searched mountain long time, but still one place Kimari not look. Fate's scar rises high on mountain. Scar is sacred ground, which Ronzo not tread. Might still be some spheres up there. Summoners no longer climb mountain. Now only sphere hunters come. Kimari worry hunters defile sacred ground. Do you think it's LeBlanc and her goons? Maybe we should check.
Is that okay? Kimari, trust Yuna. Kimari, not worry. Okay, wir haben es gehört. Da ganz oben, da sollen wir mal nachschauen gehen. Das werden wir jetzt auch tun. Zuvor rede ich noch ein bisschen mit den Ronzos. Oh, das ist ja wieder... Na gut, das ist nicht prozentual wichtig, aber es könnte etwas ergeben am Schluss. Werde mit Garrick im Kampf gegen Quador ziehen. Wirst du dich danach besser fühlen? Erst fürs Nachkampf. Na gut, das ist eine Ronzo-Einstellung. Da kann ich wohl nichts dagegen tun. Guado haben Albed Leben schwer gemacht. Guado Ursprung allen Übels. Ach, Leute. Die Albed denken nicht an Rache. Weil Albed keine Krieger sind. Ältester ist Schwächling und Garrick ist langsam. So werden Guado entkommen. Machen wir denn da? Entweder das oder das. Da bleibt niemand mehr zum Bekämpfen. Ist doch gut. Guado, niemals entkommen! Irgendwie erinnern mich die Ronzos immer an diese auch etwas größere weltfremde Rasse Kunari oder so aus Dragon Age. Die haben viel gemeinsam. Bis auf die Hautfarbe und so, oder Fellfarbe, je nachdem. Ronzo Youth grow strong. Destroy hated Guado. Garrick swear to mountain. Garrick avenge murdered Ronzo. Das erste ist eigentlich auch gut. Finde ich. Hast du dann... Das ist eigentlich... Das nehme ich, oder? Wird er nur so einen blöden Spruch ablassen, oder... Aber da, ach, der möchte so oder so einen blöder Spruch machen. Hast du darüber mit Kimari gesprochen? Kimari scared of battle, lacks spirit to lead Ronzo. You don't think he should be elder? True, Ronzo, fight! Elder Kelkmeet ended battle. Naja, ob das ein Vergleich ist. Der Kimari, der macht das schon richtig, aber er müsste halt mehr mit seinen. Ronzos mit seinem Volk da kommunizieren. Wenn die meinen, er hätte nur Angst und, naja, dieser Mut, den sie da anpreisen, der kann auch töricht sein. Keine Zukunft für Ronzo, bis Quado ausgerottet. Bitte werdet vernünftig, ja, ganz ehrlich, bitte werdet vernünftig, was soll denn das? Nachgedacht, so ruhig und vernünftig wie Berg, wo zu Entschluss gekommen? Ah ja, okay. Ach, denen ist nicht mehr zu helfen. Erst fürs Nachkampf. Okay, den hatte ich schon. Was ist das eigentlich, deine neue Flamme, Kimari, oder? Auf Schultern des Ältesten lastet große Bürde. Bitte hilf, Kimari. Ärgerlich, nichts machen können. Also ich kenne die idealen Antworten nicht. Ich mache das einfach frei nach Bauchgefühl. Was euch sicher natürlich schon aufgefallen ist. Okay, ich werde mal speichern. Hin und wieder vergesse ich das in dem Spiel nur zu gerne. Dann ärgere ich mich hinterher, wenn ich nachspielen darf. Okay. Und weiter geht's. Mal gucken, ich weiß nicht, abkürzen. Nee, wir wollen ja wieder alle Kisten und so. Ja, das frisst jetzt wieder Zeit, bis wir den Berg erklommen haben. Aber es wird ja einiges zu tun sein, denke ich mal. Mal von der Sache, die Kimari angesprochen hat, das hat ja auch gar nichts mit dem Kostüm zu tun, ne? Da ging es ja, das eine war eine Sache um den Sphäre und wir suchen ja hier auch eventuell noch ein Kostüm. Es sei denn, ich habe das missverstanden in meiner Checkliste. Wir verfolgen jetzt einfach mal den kompletten Weg. Ein rotes Ziel haben wir ja schon. Mal gucken, ob die Gegner hier was Neues können. Oder stärker sind. Es scheint ja erstmal nicht so. Yo. Das geht dann wenigstens schnell. Muss man immer vorteilhaft sehen. Okay, los. Aber gut, der Berg ist groß. Es kommen bestimmt noch andere, bösere Viecher. Vielleicht das hier. Yeah, ihr beiden im Doppelpack. Aber wenigstens seht ihr anders aus. Ich will gar nicht wissen, was ihr könnt. Flügelauge im Oversoul. Der will es uns aber trotzdem zeigen. Mal gucken, ob er dazu kommt. Hält schon ein bisschen mehr aus jetzt.
Aber es hat ihn nichts gebracht. Na dann, und tschüss. So. Und weiter geht's. Ja, immer diese Nischen, wo keine Kisten waren. Ich erinnere mich, aber vielleicht ja in diesem Kapitel. Nein, hier zumindest nicht. Und schon wieder die beiden, nur von anderen Sicht. Das wird ihnen auch nicht helfen. Ich mach euch zu Moose. Also das geht so schön schnell. Das muss man ja eigentlich feiern, ne? Perfekt, Riku. Perfekt warst du. Immer so weiter. Sie ist ja noch nicht fertig mit der Pille. Dies fällt mir gerade ein. Ich glaube, das habe ich vor dem letzten Part auch nochmal gecheckt. Ich gucke jetzt lieber nochmal. Ich wollte eigentlich bei Riku gucken. Deep. Deep, 85%. Sie hängt immer noch an den sehr teuren Moralklau. Okay. Die anderen sind nicht fertig, da bin ich mir ziemlich sicher. Die haben ja ihre Berufe schon mal gewechselt. Nur Riku, die ist immer noch in ihrem Deep. So, und da haben wir die Ability Zeitreise gelernt. Oh, oh nein, 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 Riku, warte. Lass sie mich helfen. Man bewegt sich direkt hinter den Feind. Teleport, das mache ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie das genau passiert dann. Und du wirst jetzt... Ha, ich will doch jetzt erstmal heilen. Jetzt würde ich gerne die neuen Sachen ausprobieren, jetzt wo ich gerade so drüber fliege, aber... Wir haben doch keine... Okay, Teleport... Habe ich jetzt nicht so wirklich mitbekommen. Medium. Was haben wir denn da eigentlich alles? Fügt allen Gegnern Schaden zu, besiegt einen Gegner sofort. Telekinese kennen wir ja noch gut. Laserstrahl, ich glaube, das kennen wir auch noch. Geistblitz, aber die Zeitreise ist neu. Hält die Zeit für alle außer den Benutzer an. Für alle außer den Benutzer. Auch für Riku und Yuna. Das probiere ich mal spaßeshalber aus. Wie das jetzt aussieht. Was passiert ja gerade? Ah, jetzt. Wie geil! Das ist ja mal cool. Es kann hier painful alleine agieren. Für 10 Sekunden lang. Okay. Und da sind sie tot. Das, ja, warum nicht? 10 Sekunden sind zwar nicht die Welt, aber ist mal ein lustiger Skill. Mal was anderes. Okay. Oh, vielleicht sollte ich auch was Neues geben, wenn das schon so lustig weitergeht. Dann gucken wir uns doch nochmal die anderen Skills an. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern wir uns da die anderen schon betrachtet haben. Schade, jetzt kommen erstmal die Sogdinger. Wobei das ja richtig geil ist, muss ich jetzt mal sagen. Also diese ganzen Sogteile. Mal ernsthaft, Leute. Wir absorbieren dann sämtliche Elemente als Passivskill. Das ist richtig stark. Das sollte ich jedem eigentlich beibringen, finde ich. Und wenn da mal jemand sehr elementarreiches dabei ist, dann... ja, ne? Dann wechseln wir einfach zu den Übersinnlichen. Und die können uns mal... Oh ja, das werde ich mal den anderen auch geben. So, aber momentan haben wir ja mit Elementviechern noch nicht so viel am Hut. Ich sollte Riku noch heilen. Zu spät. Okay, auch nicht schlimm. Dann geht's eben weiter. So, da ist ja nichts gewesen, ne? Dann will ich da lang? Ja, ich gehe mal da lang. Ja, in den Kreisel, aber ich sehe jetzt schon, dass da keine Kiste für mich draufsteht, also kann ich es auch lassen. Sind die da knausrig, wenn es um Kisten geht? Was soll denn das? Okay. Alles klar, auch die werden getötet. Also bisher nur diese Flugmonster, diese Riesenaugen. Oder diese Lurker. Ach, das war so cool. Das hat ja auch hier abgespielt. Bei den heißen Quellen. Mit den heißen Omas. Ja, wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede, der hat wohl den letzten Monsterzuchtpart nicht gesehen. Ich kann ihn euch nur empfehlen. So, jetzt erstmal Vita auf Riku. Es ist schon fast wieder zu spät. Ah, hier ist auch Engel. Sollte ich mir mal merken, dass ich immer Phönixfedern schmeißen muss. Puh. Medium. So. Was ist denn der Express? Erhöhtreffer und Reflex unwirkt. Ah, das ist ja so gut. Aber es ist halt immer nur auf den Anwender selbst. Niemals auf alle oder so. Das wäre natürlich auch vielleicht zu gut.
linke Finger, ja gut, das ist so Zeug, das muss ich jetzt nicht ausprobieren. Das ist ja selbsterklärend, was das bringt. Unikat benutzt eine heimlich mit... Ja, genau, also Items benutzen, ohne dass man sie verschwendet. Das brauche ich auch nicht auszuprobieren. Bei der Kombi-Kugel... Moment mal, was ist das denn? Ist das sowas wie früher? Rikus basteln? Kann das sein? Wir probieren es einfach mal aus. Ich schmeiß hier mal am besten etwas, was wir öfters haben. Zwei Giftkrallen. Ne, eine Giftkralle und ein Fasana-Kraut. Mal gucken, was da dabei rauskommt. Ja, das ist das klassische Basteln. Wie cool ist das denn bitte? Riku sollte es noch kennen. Wie aus dem Vorgänger natürlich auch. Mega-Potion! Ja, warum nicht? War gerade ganz angenehm. Jetzt machen wir das Laserauge hier. Weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Schade, es kommt nicht mehr dazu. Schick, schick. Okay, und weiter geht's. Ich hoffe, ich laufe jetzt auch noch richtig. Nicht, dass ich jetzt wieder... Das ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich dann irgendwie die Richtung verloren habe und dann aus Versehen wieder zurückgelaufen bin, anstatt weiter. Aber das kommt mir jetzt doch relativ neu vor. Deswegen alles gut. So, jetzt machen wir mal dein Laserauge. Bevor es zu spät ist. Muss man sich echt beeilen, mal einen Skill machen zu dürfen. Oh ja, das sah nicht nur schick aus. Das hat auch verdammt wehgetan. Also der Übersinnliche, der hat echt schöne Skills. So, da unten ist nichts, wie wir sehen. Auch mal wieder ein Weg, den ich mir hätte schenken können, aber man weiß es ja nicht besser. Könnte ja jetzt anders sein. Und im dritten Kapitel werde ich wieder nachgucken. So. Nee, hier brauche ich nichts mehr zu testen. Also klar, es gibt noch unterschiedliche krasse, tolle Kombinationen bestimmt, aber die werden wir jetzt nicht durchprobieren. Ich finde das cool, dass wir das jetzt immer machen dürfen. Das ist eine gute Überlegung. Psychobombe, auch nicht schlecht. Was habe ich noch? Geistesblitz verursachbar. Ja, komm, mach mal. Ich will wissen, wie es aussieht. Ich fand das ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt, bei Riku, wenn es eine Ekstase war. Da hat man es so selten gemacht. Und jetzt das immer zu haben, ist eine schöne Sache. So. Da hoch. Und wieder Gegner. Ein monsterreicher Part. Aber hey. So schnell wie das geht. Es ist nicht zum Heulen. Und wir freuen uns dann natürlich auch über das Level, das wir hier bekommen. Und dass es dann eben so schnell geht. Weil wir gerade so fleißig sind. So, also jetzt noch zu guter Letzt Geistesblitz. Ich hoffe, dass ich überlebt das. Ich könnte ja... Ne, kann es nicht. Okay. Ich hätte es ja nicht angreifen müssen, aber... Nö! Okay. So, jetzt haben wir schon mal das erreicht. Das ist eigentlich super. Dann werden wir hier nämlich das nächste Mal weitermachen, Freunde. Dann kann ich speichern gehen. Die kleine Ecke da, die Nische... ach nee, das war keine Nische. Das war einfach nur das hier. Okay. Ja, wir haben noch nichts entdeckt. Weder ein Spheroiden, noch die Rüstung, die wir brauchen. Aber vielleicht ja das nächste Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Final Fantasy 10-2.